Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy XIV. Willkommen zurück zum, wow, es sieht immer noch so nice aus, zum Feuermondreigen. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar dieser Marken gesammelt, sodass wir jetzt mit der Aufgabe weitermachen können. Ich habe eben schon gesehen, dass hier die anderen der Freien Gesellschaft auch schon fleißig unterwegs sind. So, aber wollen wir doch jetzt mal gucken. Es geht weiter bei Herr Mager. Genau, wenn du mir 7 Feuermondmarken bringst, erzähle ich dir, was du wissen willst. Eine Hand wäscht die andere. Ich habe sogar 9. Aber 2 davon will ich behalten. Und? Ah, sehr schön. Du hast uns fleißig geholfen und dafür danke ich dir im Namen des gesamten Festkomitees. Im Gegenzug werde ich dir Rede und Antwort stehen. Aber nicht hier, wo uns jeder hören kann. Lass uns auf der kleinen Insel südlich von hier treffen. Geh schon mal vor. Ich glaube, das Lied hier kann man auch für sein Orchestrion kaufen. In der Unterkunft. Da hat man ja so ein Orchestrion. Warte mal, gab es nicht in den Housing-Zonen auch ein Orchestrion in den Häusern? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also auf jeden Fall gibt es ja eins im Gästezimmer. Und man kann irgendeine Notenrolle kann man dafür holen. Und ich denke mal fast, dass es sich dabei um das hier handelt. Sicher sagen kann ich das natürlich nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Oh, ist das süß. Oi. Oh, nein, nicht abhauen, kleines Seepferdchen. Oh, ist das süß. Oh, ist das knuffig. Ah, voll cute. Okay, hier ist auch jetzt der Zielort. Wollen wir mal weitermachen. Okay. Das ist ja echt super süß. Also schön, lass uns reden. In diesem Jahr macht das Gerücht die Runde, dass Gigeruyu einen Schatz an der Sonnenküste versteckt haben soll. Wer den Schatz während des Feuermondreigens findet, darf ihn angeblich behalten. Das klingt für mich ziemlich unglaubwürdig, aber trotzdem gibt es Leute, die an den Schatz glauben und eifrig danach suchen. Ich mache mir Sorgen, dass unter den enttäuschten Schatzsuchern Streit ausbricht oder sie sich leichtsinnig in Gefahr bringen. Also habe ich versucht herauszufinden, wer das Gerücht in Umlauf gebracht hat und was dahinter steckt. Dabei ist mir aufgefallen, dass Gigeruyu immer wieder bestimmte Stellen aufsucht und dort einige Zeit verweilt. Ich weiß nicht, was er dort treibt, aber es kommt mir verdächtig vor. Ich will die Stellen noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Hilfst du mir dabei? Na klar. Vielleicht hat er ja doch einen Schatz versteckt. Übernimm du bitte die nördliche Insel. Ich markiere dir die Stelle, an der ich Gigeruyu gesehen habe. Sieh nach, ob du dort etwas findest. Vielleicht kriegen wir da ja das Outfit. Ich freue mich total auf das Outfit, weil ich das so süß finde. Apropos so süß, das hier ist auch ein total knuffiges Outfit, so zusammengestellt. Die nördliche... Ach du Schande. Übrigens, mir ist jetzt was aufgefallen, als ich die wiederholbaren Aufgaben noch gemacht habe. Tatsächlich ist es hier sogar so, dass man, wenn man ins Wasser geht und anfängt zu schwimmen, dass dann die Kleidung wirklich auch dunkler wird und wirklich nasse, grafische, nasse Effekte hat. Und dass sie dann erst wieder trocken wird, wenn man so eine Weile schon wieder hier an Land unterwegs gewesen ist. Finde ich super nice, dass sie da auch drauf geachtet haben. Och Gott, was ist das süß, der Hut vom Valentins-Event. Ja, als man die Rüstung bekommen hat für seinen Chocobo, habe ich leider nicht gespielt. Ich glaube. Ah, wann war das denn? Ich meine, das gab es im Jahr, als Heavensward rauskam. Kann sein, ich täusche mich. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, es wäre da gewesen. Aber das war dann so einer der Momente, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt holst du dir nochmal ein Abo. Die Rüstung, die willst du haben. Und dann hatte ich aber doch irgendwie nicht so die Motivation... Ich weiß es nicht. Also bei einem MMO, ich muss jetzt nicht permanent mit jemandem zusammen rumlaufen. Das ist schwer, diese schicke Mount. Aber ich finde es halt auch schade, wenn überhaupt niemand anderes spielt. Alter, was ist denn das für ein süßes Bärchen? Was gibt es denn für viele super cute neue Pets? Das ist ja total herrlich. Boah, das ist auch schön, das Outfit. Sehr schön hier von Sarina Watanabe. Es gibt eine Mangaka, Ayo Watanabe, schreibt einen meiner Lieblingsmangas. Auf dem Boden liegt ein Fernrohr, das vermutlich Gigeruyu gehört. Was hat er wohl damit beobachtet? Vielleicht die Damen im Bikini? Können wir noch was angucken?
Ah, wir sollen durch das Fernrohr gucken. Ah. Was? Spähe nach interessanten Zielen. Finde heraus, wen oder was Gegeruyo durch das Fernrohr beobachtet hat. Fehlschlag, falsches Ziel anvisiert. Gegeruyos Ziele ausspähen. Spähen 4 von 5. Oh, hoch, das wollte ich gar nicht hinklicken. Ich sage, es sind die Mädels da unten, nicht die stämmigen Männer. Ja, dann gucken wir doch mal nach den stämmigen Männern. Vielleicht steht er ja auch auf Männer. Kann ja auch sein. Oh mein Gott. Ein Fehlschlag. Es war Balotelli. Habt ihr gesehen? Okay, also es waren nicht die Männer. Habt ihr gesehen? Die haben auch gerade plötzlich wieder nach unten geguckt. Die hatten anscheinend auch beide einen Fehlschlag. Okay. Der Hai? Zäher, Mann. Das Ende ist immer noch Balotelli. Oder der hier vorne? Ah, Haarfarbe passt. Auch ein Fehlschlag. Also es sind nicht die zähen und kräftigen Männer. Aber wo ist denn noch ein Ort? Ich finde das ja lustig, wie die auch permanent nach unten gucken. Haben wir noch andere Männer? Stämmiger Mann, unbeugsamer Mann. Das ist jetzt der dritte und letzte. Auch ein Fehlschlag. Also die Männer waren es alle drei nicht. Aber wo ist denn noch ein Punkt? Also die anderen haben es jetzt anscheinend entdeckt. Ah, hier, ich kann vergrößern. Oh, stopp, nein. Ach, mit drei, ne? Oh, ich bin ein Idiot. Nein, mit der Maustaste 3. Wir können ranzoomen. Mit dem Mausrad. Da, grazile Frau. Das dachte ich mir nämlich von vornherein, dass er die angucken wollte. Das macht ja auch viel mehr Mann. Viel mehr Sinn. So, hübsche Frau. Die ist wirklich hübsch. Wow. Eine sehr schöne Aura. Dann haben wir da. Jetzt geh doch mal weg. Könnt ihr mal aufhören, hier rumzuposieren? Nein! Ich wollte den nicht anvisieren. Ich wollte die kleine Lalafil anvisieren. Boah! Ja, ich weiß, dass das ein Fehlschlag war. Boah, Mann. Das gibt's doch nicht. So, wieder ranzoomen. Muss ich ja von vorne anfangen. So, hübsche Frau. Machen wir mal den Anfang mit der Aura, die sich anscheinend auch noch freut, dass sie begafft wird. Das lassen wir mal so dahingestellt. Könntet ihr bitte mal euren Hintern zur Seite? Danke. So, das ist die liebliche Frau. Das ist der super putzige Lalafil. Boah. Dass er dabei nicht wahnsinnig geworden ist, das wäre mir zu anstrengend gewesen. So, jetzt haben wir die schöne Frau noch erwischt. Jetzt müssen wir die Mikote noch erwischen, die wir das letzte Mal direkt erwischt haben. Geh mal weg da. Grazile Frau. Okay, jetzt haben wir aber alle vier Frauen beobachtet. Okay, damit haben wir die Ziele ausgespäht. Frech, ne? Diese Lalafil. Die hübschen Frauen könnten durchaus Gegeruyos Interesse geweckt haben. Von dem Ort aus, an dem du stehst, lassen sich die Gäste am Strand gut beobachten. Oh, ich will den haben. Den muss ich mir auf jeden Fall erfarmen, wenn es soweit ist. Wenn ich in den Stormblood-Content komme und da die Instanzen machen kann. Okay. Ist eigentlich gerade noch jemand aus der Gilde unterwegs hier, oder momentan nicht? Ja, Dragon Slayer ist ja anscheinend auch gerade noch unterwegs. Den habe ich hier nämlich auch eben schon rumhüpfen sehen.
So. Nun hast du etwas herausgefunden? Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache. Wir geben ihm mal das Fernrohr. Meinst du wirklich, Gegeruyu hat heimlich mit dem Fernrohr die Badegäste beobachtet? Das kann ich mir kaum vorstellen. Andererseits boten die Stellen, die ich untersucht habe, auch einen guten Ausblick auf den Strand. Bevor wir uns unnötig die Köpfe zerbrechen, sollten wir Gegeruyu darauf ansprechen. Ich glaube, er ist gerade auf der nördlichen Insel. Hilf mir, ihn zu suchen. Wir bräuchten ein Schnellboot hier als Mount. Stimmt, hier das Strandoutfit habe ich auch noch. Das sieht gut aus in Gelb. Ich habe es nur in Hellblau. Habe ich das hier nicht irgendwo? Oh Gott. Meine Handgelenke, Halskette, Ohrringe und der Ring am rechten Finger sind kaputt. Irgendwo habe ich das hier an, aber ich weiß nicht mehr, welche Waffe ich da getragen habe. Jetzt haben wir hier die Sachen ein bisschen dunkler rot hier. Und gleich werden sie wieder etwas heller. Kann man jetzt nur leider bei Nacht nicht so gut sehen. Das erkennt man bei Tag viel besser, dass sie dann heller und dunkler werden. Ich habe auch noch irgendwo ein Bikini, den hatte ich meiner Mikote tatsächlich im Shop gekauft. Ja. Die ist ausgestattet für den Sommer, eigentlich. Habe ich jetzt nur nicht dabei. Ich war auf Schwimmen nicht vorbereitet. Oh, schön. Der Sternenhimmel hier. Gegeruyu treibt sich bestimmt irgendwo hier herum. So ein kleiner Lalafehl ist leicht zu übersehen. Ah, da ist er. Da oben. Komm. Seht ihr, wer daneben steht? Die andere kleine Lalafehl. Die gucken beide. Guckt sie sich etwa die Männer an? Es ist ziemlich eindeutig, aber darf ich trotzdem fragen, was ihr zwei hier macht? Ah, das ist doch klar. Ich bewache meine Schätzchen. Ja. Das meint er mit Schätzchen. Oh Mann. Bewachen? So etwas nennt man, glaube ich, eher spannen. Egal, wie man es nennt, der Anblick ist einfach herrlich. Ganz ehrlich, da sehen die Mädels der Schöpfung hier aber definitiv deutlich besser aus als die Herren der Schöpfung, die hier über ihre... Wie kann man... Nein, Rogadin sehen einfach nicht gut aus und in der Mitte auch nicht. Ihr könnt doch nicht... Ach ja, wie anmutig. Sie heimlich zu beobachten, ist so aufregend. Jiriri, das war eine großartige Idee von dir. Es freut mich, dass euch der Anblick erfreut, Herr Gegeruyu. Dann hat es sich ja gelohnt, dass ich das Gerücht über den Schatz verbreitet habe. Es gibt noch mehr Stellen, die wir überwachen müssen. Herr Gegeruyu, bitte begleitet mich, bevor wir hier zu viel Aufmerksamkeit erregen. Sehr gerne. Ich bin schon gespannt, welche Kätzchen ich als nächstes bewundern darf. Wie die kleinen Kinder. Was soll ich bloß davon halten? Das muss ich erst einmal sacken lassen. Aber ich finde es lustig, die Idee hier. Diesen Storyverlauf hier. Ich sage jetzt mal Storyverlauf, aber... Es gehört ja nicht unmittelbar zur Story. Kann ich eigentlich... Warte mal, ich muss gleich mal was ausprobieren. Ich habe doch das Mount aus der CE. Oh, wir sind direkt wieder hier. Das Gerücht über den Schatz wurde also von Jiriri in Umlauf gebracht, um zu Gegeruyus Vergnügen gestern den Strand zu locken. Das heißt, die beiden wussten von Anfang an Bescheid. Wenn es wegen der Schatzsuche Ärger gibt, sind Gegeruyu und Jiriri selbst dafür verantwortlich. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Als Komiteevorsitzende ist es meine Pflicht, den Feuermondreigen zu organisieren und nach Knallomaten Ausschau zu halten. Also lass uns den Feuermondreigen festlich begehen und Spaß haben. Mit deiner Hilfe läuft sicher weiterhin alles glatt. Ja, hoffe ich doch mal. Und wir haben das Outfit bekommen. Cool. Aber diese Strümpfchen, die eine das letzte Mal hatte, das haben wir nicht dazu bekommen, ne? So, jetzt können wir das doch mal anziehen.
Ach doch, da. Ach, das ist so. Es ist so süß. Hier anlegen. Und anlegen. Und anlegen. Haben wir hier jetzt, das sind solche Schuhe. Oder fände ich, glaube ich, fast die Tafnail-Teile besser. Aber die habe ich jetzt gar nicht dabei, ne? Aber das hier sind Feuermond-Sandalen. Die sind vom letzten Jahr, glaube ich. So würden die aussehen. Ich habe irgendwo habe ich die Tafnail-Sandalen noch. Die habe ich jetzt hier aber nicht bei. Nein, das andere sieht alles irgendwie merkwürdig aus. Da bleiben wir erstmal bei denen hier. Das ist total süß, das Outfit. Das ist voll knuffig. Das ist echt voll knuffig. Und ich würde jetzt gerne mal noch schauen. Teleport untere Decks. Schick. Ich würde jetzt gerne mal noch mit euch in den Shop schauen, den wir da bei der Achterburg finden können. Den müssten wir jetzt eigentlich auch freigeschaltet haben, ne? Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht und der ist auch wirklich da. Nicht, dass ich mich jetzt gerade extra davon weggeportet habe. Das wäre es ja jetzt noch. Aber mich würde interessieren, was es da alles noch gibt. Ich weiß, dass es da so ein Wassereis gibt für die Housing-Zone. Es gibt so ein Wandbild. Das hätte ich gerne eben, diese Notenrolle für das Orchestrion. Aber das Wandbild zum Beispiel, das hätte ich unheimlich gerne. Ich habe zwar noch kein Haus, genauso wenig wie die Gilde. Aber was nicht ist, kann ja noch werden und ich finde es einfach total... Also die Vorschau sah auf jeden Fall schon mal hübsch aus, deswegen würde ich mir das gerne kaufen. Sagen wir mal so. Genügend Gil sollte ich haben, es sei denn, wir brauchen diese Abzeichen. Kann natürlich auch sein. So. Also. Weberin. Nee. Ich kann mit denen hier nicht reden. Wo kann ich denn Sachen aus dem Shop kaufen? Guck mal, hier können wir mal gerade noch reparieren. Alles reparieren. So. Das war jetzt gerade blöd, weil ich manche Sachen nicht anhatte. Ich weiß nicht, wo der Shop ist, wenn der ja hier nicht ist, bei denen in der Mitte. Dim, dim, dim. Und da können wir bei ihm was kaufen. Nö. Ach du Scheiße. Wie sieht denn der aus? Oh Gott. Die gegen Gegenstände eingetauscht werden können, ja. Ich habe keine Ahnung, wo man die eintauschen kann. Muss ich ehrlich sagen. Aber ihr Lieben, ich werde mich jetzt heute verabschieden. Nächste Folge geht es weiter mit der Story. Da müssen wir uns wieder ein bisschen wärmer anziehen. Dann geht es ja zurück nach Körters. Da sind wir gerade im Chocobo-Wald unterwegs, wo es jetzt nicht so eisig ist und kein Schnee liegt wie jetzt im westlichen Hochland rund um Falkenhorst herum noch. Aber wir sind da trotzdem etwas zu dünn angezogen, wenn wir da so rumlaufen. Sobald ich den Shop gefunden habe, können wir dann natürlich auch noch einen Abstecher hinmachen. Aber mit den Specials zum Sommer, zum Feuermondreigen soll es das für dieses Jahr gewesen sein. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem Outfit? Was haltet ihr so von den Quests? Ich fand sie eigentlich ganz lustig, aber damit macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!